Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Seren Kagura Shinobi vs. bei der dritte Kapitel. Also diesmal wird eine lange Story geben. Ja, deswegen habe ich schon so viel Zeit gekauft wie gerade möglich. Und ja, also ja, das Jahr 2636, ja, die Welt wurde vom bösen Ninja überführt. Ja, ein bisschen in der Zukunft spoilern. Ja, das sagte Andrea, ja, und so. Ja, böse Ninjas sind überall auf die Straße bewaffnet und so. Ja, ein Junge sagt jetzt, hör auf. Er versucht tapfer sein Essen zurückzunehmen, die von ihm gestohlen wurde. Ja, das ist etwas sehr Wichtiges für mich. Ich gebe es mir zurück. Ja, geh weg, du Bengel, da. Was heißt jetzt hier? Ja. Die andere Person schwingt ihr das Schwert. Und dann, gerade jetzt. Bam. Ja, ein Kunai. Ja, Kunai, doch, da steht Kunai. Ja, ein Kunai wurde auf ihr zugeworfen. Ja, wer ist da? Sagt sie. Ja. Ja, er schaut sich auf die Umgebung und findet niemand. Ja, das sagt hier jemand anders. Ja, ich bin hier oder ich bin gerade da. Der Demo. Maske tragen, ja, starrt ihm zu. Ja, das Gesetz des Gessen schützt mich. Der Dämonenmaske tragende Mädchen starrt auf den bösartigen Ninja. Ja, nix und wieder nix. Ah, jetzt kommt's zu. Andere Stimme? Also jetzt ist da Murakumo. Ja, Murakumo sagt jetzt gut. Ein kleine Stimme in der Raum von der Shinobi. Ja. Ich habe versucht, in den Notebook mit Skizzen zu füllen. Die Stufen des Namens werden ziemlich oft gezeichnet. Ich bin weitgehend zufrieden. Der Titel ist Die Maske von Nanto, der Autor ist Murakumo. Ja, ich schrieb den Titel auf der ersten Seite und lehne meinen Rücken auf den Stuhl. Ich habe Manga für eine lange Zeit geliebt und habe jede Zeitschrift gekauft. Eines Tages war es nicht mehr genug, nur zu lesen, so dass ich jetzt mein eigenes Manga zeichne. Ich habe in einem guten Zustand ich bin in einem guten Zustand und werde es auch weitermachen. Oder so, ja. Weiter werde ich die Kampfszene zwischen Nanto und der schurkischen Ninja zeichnen. Ja. Ich nahm meinen Bleistift wieder und hielt sie über den Notebook. Ja, also gerade der Ninja da, der sie gezeichnet hat, sagt dieses Spruch ja. Es war Nanto mit einer bestimmten Kill-Technik. Diese Manga wird das spektakulärste sein. Ja, ich habe keine Idee mehr, denn obwohl es das Spektakulärste ist, kann ich es nicht gerade vorstellen. Ja, ich kann eigentlich gerade nichts Spektakuläres vorstellen, ja, zu sagen. Okay. Ja. Die Realität hat einige Kühnheit und auch eine Darstellung überfüllt mit Originalität. Es ist leicht zu sagen, aber schwer zu zeichnen, denn es gibt nichts, was mir helfen kann. Denn jetzt brauche ich eine neue Idee. Doch was ist der beste Weg, um eine Idee zu haben? Also.
Also ja, das war Gachiki und sie hat irgendwas buddhistisches oder japanisches, weiß gar nicht was, so gesungen, ja. Aus dem Nebenraum ist eine kleine Stimme zu hören. Ja, es ist Shikis Stimme, ihre Gewohnheit zu singen und sie liebt ihm das Melodie. Ja. Ja. Ja, sie singt immer weiter. Ja. Wenn ich Shikis Stimme höre, komme ich zu einer guten Idee. Ja, das ist es. Ich habe jetzt seine Unterstützung. Shiki ist ein Bewunderer von meinem Manga und sie gibt mir immer eine ernsthafte Bewertung. Ja, ich hoffe, Shiki wird mit mir zusammenarbeiten. Ich legte meinen Stift nieder und bin Richtung in der benachbarte Zimmer gegangen. Ja, also wie gesagt, das wird lang. So, ja, so nimmt's alles auf. Ja, Shiki, ich habe ein Bitte. Oh, was ist denn, Murachi? Die Wahrheit ist, ich habe gerade kein actionreiches Idee und ich hoffe, dass du mir hilfst. Über Manga kann man nicht so leicht einfach eine Idee haben, aber naja, was soll man da denn machen? Ja, nun bin ich beunruhigt, dass die Intensität der Action nicht genug war. Ja, also wortwörtlich kann man es so nicht übersetzen, ist viel schwieriger. Okay, wir werden wirklich zusammenarbeiten. Aber was machen wir denn? Ja, es ist einfacher für mich, wenn ich gegen dir kämpfe. Ja, das ist alles. Ist das etwa alles? Das wird leicht oder so. Ja. Richtig, wir werden das sofort tun. Ja, um zu überleben. Ja, ich werde ja ziemlich schmutzige Dinge tun. Ja, Machi, du sollst dich auch bereiten. Nein, so weit kann ich nun auch wieder nicht gehen. Ja, das ist nicht gut. So wirst du nicht in der richtigen Stimmung sein. Komm, mach mit. Ja, du brauchst nicht mal einen Grund dafür, denn alles ist für die Idee. Ja. Es kann nicht geholfen werden. Für das Gesetz in mir, ja. So, und jetzt beginnt endlich der Kampf. Ja, die Storys sind alle übertrieben lang und die Kämpfe unglaublich kurz. Ja, auch etwas, was ich nicht mag. Also, dann könnte ich mal sehen, wie man Murakumo spielt. Ein Charakter, den ich so mittelmäßig mag, ja. Aber ihr Moves gefällt mir. Die Maske, die kann ich nicht. Die macht mir Angst, ja. Die Maske macht mir ziemlich Angst. Aber später wird noch erzählt, weshalb sie eine Maske trägt. Und ja, los geht's. Ja, und wir gehen die kleine Hexe. Los geht's. Erstmal erfassen. Hep, hep. Bam. Und schon Kleider zerrissen. Oh. Ja. So, dann gibt's noch. Bam. Ah. Hep, hep, au. Ah, sie verwandelt sich schon. Ja, die kleine Hexe. Hi, hi. Ja, ich glaube, hier soll dein Schiffrolle sein. Ah, nicht? Ja. Ach. Hep.
Ja, also die Idee ist auch ziemlich witzig wegen Manga, ja. Wegen der Manga-Idee kämpfen sie gegenseitig. Ja, jetzt. Aber ihre Ninja-Kleidung, die finde ich auch ziemlich krass. Hier, ja, Pflaster auf Titten. Bloß die Maske passt nicht zu der Rest. Da. Und jetzt, wenn man die Kombo sieht, das hier, das liebe ich sehr. Bam. Ja, das sind ja auch mal die Hidden Nimpo, und zwar zwei Hunde. Ja, und jetzt Bam. Tot. Und er zeigt die Titten. Ich hoffe, ich habe die Brust hier ab. Yes, ja. So. Das war Murakumo. Eine Charakter, den ich mittelmäßig mag. Also die Kampfstil von ihr, die gefällt mir. Aber bloß die Maske passt nicht, ja. Aber wie gesagt, später wird alles aufgeklärt. Ist das bitter? Ich bereue nichts mehr. Ja, dank dir, Shiki. Wie es aussieht, habe ich jetzt viele neue Ideen für mein Manga, ja. Ja, das ist wirklich großartig. Ja, aber es hat wirklich Spaß gemacht, denn diese Art von Zusammenarbeit ist jederzeit in Ordnung. Wirklich? Eigentlich habe ich noch eine weitere Bitte an dich. Und was ist denn? Wie deine Zusammenarbeit? Ja, ich kann keine Liebesszene zeichnen, weil ich noch nie eine Erfahrung hatte. Okay. Also, willst du mir helfen, eine Liebesszene mit mir zu machen? Ein leichterer Kuss ist in Ordnung. Liebesszene? Ich meine, wir sind beide Mädchen. Ich hab nichts dagegen. Warte mal, Murachi, deine Augen sehen so ernst aus, aber das ist ein Witz, oder? Ich sagte schon, es macht mir nichts aus. Okay. Für mein Manga, Shiki. Nur einmal reicht. Also ich werde ein Ampel und eine Atmosphäre erstellen wie in der Filmen. Bitte, nur einmal. Lass es nur ein einziges Mal. Ja, sorry, Mann, Murachi, denn du sollst dir eine andere suchen. Ciao. Ja, die ist weggerannt. So, und damit endet die Story auch. Also, ja, das wundert mich nicht mit der Liebe, denn es gibt ja kein einziger Junge in diesem Spiel. Also, männliche, nur 20 Weiber. Ja. Oh. Ja. Juhu, level up. Ja, da noch gespeichert. So, ja, kein Wunder. Ja, denn es gibt ja hier kein einziger Boy und 20 Girls. Dann würde man nicht wundern, was da einige Lesben gibt. So, also ja, das war's auch für diesen Part. Ich hoffe, die Story stört euch nicht zu sehr. Vielleicht gibt's einige, die Story interessieren oder nicht. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.